behalten und über die Funktion und so weiter. Ja, exakt. Und wir haben gesehen, dass hier irgendwo so ein Rotorkolben drin ist, der da irgend so einen Schlauch dann zusammenpresst und so weiter. Dann habe ich gesagt, jetzt, Bendig, du gehst jetzt mal runter und suchst das mal raus, das Teilchen. Und ich versuche das mal hier so ein bisschen, weil am liebsten hätte ich euch jetzt auf meinem Schreibtisch insgesamt, aber das geht ja immer so schlecht. Da habe ich das Teilchen jetzt mal herausgesucht, was ich hier jetzt habe. Und das ist ja eben so eine Dosierpumpe, so heißt das Ding. Und ich glaube, man kann so ein bisschen auch erkennen, worum es geht. Also du hast jetzt einen Zulauf und einen Ablauf. Was genau, weiß ich noch nicht so genau. In der Mitte hast du so einen Rotor. Dieser Rotor hat hier tatsächlich drei Laufräder oder Rollen, wenn du so willst, die also eins, ich kann es immer schlecht sehen, eins, zwei, drei Rollen, die dann also natürlich rotieren und hier dann entsprechend den Volumenstrom verursachen. So, und da bin ich natürlich sofort runtermarschiert und habe dann also mal eine andere, ich sag mal, mein Netzteil rausgeholt. Und dazu werde ich dir jetzt mal eine andere Kamera einblenden, in der Hoffnung, dass dann die Dinge ein bisschen besser und übersichtlicher werden. Ja, ich habe das alles schon mal so ein bisschen voreingestellt und jetzt bist du hier sozusagen auf meinem Schreibtisch, meine Wampe, die siehst du hier. Und was das Interessante ist, ist, ich hab mir mal irgendwann so ein Netzteil gekauft, weil ein geregeltes Netzteil kannst du ja schon auch erkennen. Wenn ich hier jetzt dran drehe, dann kann ich hier die Voltzahl einstellen, also von, ah, das ist Feintuning, jetzt muss ich mal genau gucken, so über Kopf kann ich es ja auch immer nicht sehen. Doch, das ist schon so. Das ist schon diese Voltzahl, das ist nicht nur das Feintuning, muss ich mal genau gucken, weil du kannst mal über die Feintunings-Geschichte machen. Es geht bis 30 Volt hoch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass da hier jetzt nicht mein Motor gleich wegraucht, weißt du? Also von 0 bis 30 Volt und maximal, ich glaube, 10 Ampere kann das Ding, also oder 1 Ampere, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, will ich auch gar nicht ausprobieren, steht da irgendwo drauf. Jedenfalls. Du erkennst die Anschlüsse schon, plus, minus und so weiter, habe ich auch alles fein angeschlossen und dann habe ich mir den Motor geschnappt und habe mir gesagt, gut, dann zeig doch mal her, was bitteschön jetzt das ganze Gebilde und wie das ganze Gebilde funktioniert. Natürlich, dass dieses Rad hier vorne sehr langsam dreht, das muss ich auch natürlich in die richtige Kamera halten, dass das Rad langsam dreht, ist klar. Der Motor hier, das ist ein DC-Motor. Ein DC-Motor kann man jetzt wahrscheinlich hier gar nicht so richtig genau, wegen der schlechten Auflösung der Rundumkamera hier nicht erkennen, hat also hier 24 Volt maximal und natürlich zwei Anschlüsse plus minus, verstehe ich schon. Und das erste, was ich heute Morgen gemacht habe, ist, habe ich geguckt, wo ist denn hier Plus und wo ist denn hier Minus überhaupt? Na, ich habe hinten versucht drauf zu gucken, aber nirgendwo ist irgendwas angeschlossen. Ich hatte das Teil ja schon mal angeschlossen gehabt auch. Und habe dann so für einen Moment überlegt, ist das jetzt wichtig oder unwichtig bei AC, also diesem Alternate Current, also dem Wechselstrom. Da ist es ja scheißegal, an welche Pole du da jetzt ranmarschierst. Und ich habe mir natürlich die Kabel hier schon mal rausgelegt und ich habe die auch gar nicht weiter gekennzeichnet. Du siehst, die waren schon mal auch eingebaut gewesen. Und ich habe dann einfach Folgendes gemacht. Erstmal gucken, 0 Volt hat er. Kann ich jetzt also einfach anschließen? Ja, bis jetzt, wenn kein Strom drauf ist oder besser gesagt keine Spannung anliegt, ist die Welt ja hier total in Ordnung. Aber bitte mal so aufpassen, dass du hier jetzt auch nicht irgendwie noch einen Kurzschluss verballerst hier. Das wäre jetzt auch nicht so der ganz tolle Demonstrationsprozess. Hatte also so ein bisschen überlegt, ist das jetzt wichtig? Und da habe ich also festgestellt, naja, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass man die Förderrichtung wechseln kann, dass man einfach im Grunde genommen die Förderrichtung umkehren kann, indem man jetzt also von der Saugseite umgekehrt auf die Druckseite. Und das macht dieser Motor eben auch. Der Motor, der wird uns hier quasi die entsprechende Drehrichtung durch die Polung realisieren. Und naja, da die Dinger hier schon so ein bisschen vorbelastet gewesen sind, habe ich erstmal so ein Kabelbinder drum gezogen, um hier also eine Kabelentlastung herzustellen. Ein paar Mal hin und her gedödelt, dann hast du da hier die Anschlüsse in der Hand. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich werde mal jetzt versuchen, und da habe ich mal so ein bisschen schon mal ausgerichtet, dass das einigermaßen passt, dass man beides sehen kann. Also angeschlossen ist er jetzt. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Richtung der jetzt arbeitet. Aber wenn ich ihm jetzt mal ein bisschen Volt verpasse, dann müsste der Bursche ja anfangen, hier mal zu rotieren irgendwie. Und ich hoffe, das funktioniert. Also, ach, guck an. Da siehst du schon, wie die einzelnen Gebilde sich jetzt nach vorwärts und nach hinten und so weiter da bewegen. Also, ich kann ja mal versuchen, das ein bisschen besser so in die Kamera zu halten. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt sichtbarer für uns wird. Keine Ahnung, aber man kann das hier jedenfalls ganz gut erkennen, finde ich zumindest. Also dafür, dass ich hier jetzt so irgendwie
am Schreibtisch mich hier irgendwie gerade irgendwie entlang hangel. Das ist natürlich voll blöd. Die Reflexionen sind es nicht, die uns das Leben schön machen. Aber man kann es so erkennen. Habe ich gedacht, na, dann musst du den Leuten, dreh mal ein bisschen auf. Das heißt also ein bisschen runter, ich muss immer seitenverkehrt drehen. Ja, und jetzt hörst du schon, dann fängt er an zu arbeiten. Bei 6, 7 Volt, da fängt er schon an schneller zu laufen. Und jetzt siehst du genau das, was ich auch das letzte Mal gesagt habe. Durch die Spannungsregulierung kann ich sofort auch also die Drehzahl regulieren. Das heißt, der Motor ändert natürlich logischerweise damit auch die Fördermenge. Nun, da gib mal ein bisschen Gas hier. 24 Volt kann er, dann wollen wir ihn auch hier jetzt mal nicht unterschätzen hier. Und man sieht schon, naja, bis jetzt hat er erstmal nur 6,2 Watt auf der Uhr. Das ist ja nicht wirklich viel. Ist ja auch nur die halbe Leistung, die er kann. Also 10, 11 Watt, das ist Feierabend und mach mal wieder Ruhe. So, man hat das also ja sehr schön gesehen, dass man jetzt durch Umpolung der entsprechenden Phasen sozusagen dann die Drehrichtung ändert. Ich glaube, das glaubst du mir. So, dann wollen wir auch das Ganze mal hier nochmal mit Leben füllen. Was hat der Kleine da gemacht? Hat sich natürlich sofort ein Glas Wasser geholt. So hat er gesagt, ja, also ich meine, jede Demonstration ohne ein Glas Wasser, das ist natürlich auch völlig sinnfrei. Also her damit und taucht doch mal ein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er saugt, aber ich werde es nochmal kurz mal versuchen rauszukriegen. Dreh mal an. Nach meiner Dafürhaltung ist das hier die Saugleitung. Also, Saugleitung ist das hier. Druckleitung soll denn das hier werden, das ist das andere Gebilde hier. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also, Saugleitung ist der hier, Druckleitung soll der sein, also da rein. Und man kann schon sehr schön sehen, wenn man die Krallen auch wegnimmt, sieht man ja gar nichts hier. Ne, weiß nicht, wie soll ich jetzt hier händeln, ey? Du siehst schon, man müsste manchmal zwei Hände haben, ne? Aha. So, jetzt kann man es vielleicht besser erkennen. Jetzt siehst du schon, wie der Bursche hier vor sich hinpimpelt. Und das, was ich jetzt hier eigentlich demonstrieren will, finde ich, ist eigentlich zu sehen, dass der gar nicht gleichmäßig fördert, sondern der, wenn du siehst, wie da die Lufttropfen da manchmal noch so durchrampeln, gib mal ein bisschen Gas, Sherry. Und dann siehst du schon, dass der eigentlich im Grunde genommen, ich hätte fast gesagt, immer nur kurze Druckströße raushaut und alles andere als eine gleichmäßige Förderstrommaschine hat da an der Stelle. Kann man das Ganze schon ganz gut erkennen? Ich glaube, das sieht man schon ganz ordentlich. Das heißt also, die Schlauchpumpe hier hat also, mach mal, ui, 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 falsche Richtung. Irgendwann will ich auch mal sehen, was er kann, ne? Weißt du? So, mehr geht nicht. Maximale Förderleistung. Und ich habe keine Ahnung, wie viel der. Oh, das sieht ja schon nicht so gut aus, weil es spritzt die Sau hier. Also runter damit. Ich glaube, für die Demonstration hat uns das auch gereicht. Wenn ich umpole, dass er dann genau die andere Richtung fördert. Ich glaube, das willst du mir gerne glauben. So, und die Wahrheit ist jetzt, erstmal muss ich noch mal ein bisschen leer pumpen hier. Weil wir den ganzen Dreck hier raus haben. Und jetzt läuft das Wasser eigentlich infolge der Schwerkraft da heraus. Und damit ist die Pumpe eigentlich hier jetzt entleert. Nicht ganz, aber naja, auf jeden Fall mal ein bisschen. Wird er schon warm? Nö. Will den Schlauch hier leer haben, weil wenn ich ihn hier gleich rausziehe, weißt du, dann kleckert mir hier alles voll. Kenn das ja schon. Ist also, upsala, nicht eintauchen, du Trottel. Dann siehst du schon, denn ist auch selbst ansaugend im Übrigen. Das ist natürlich auch sehr schön. Ja, selbstansaugend heißt, der braucht also im Grunde genommen da jetzt keinen Überdruck auf der Leitung, sondern er erzeugt tatsächlich auch einen kleinen Unterdruck dort. Und dann haben wir es hier jetzt mal erledigt. So, aus die Maus. So, mein Lieber, ich bin froh, dass es bis hierhin einigermaßen über die Runden gegangen ist. Ein bisschen abtropfen kennt ihr ja, ne? Wie das so funktioniert. Da, diese Schraube war nur dazu da, dass man weiß, welches die Saug- und welches die Druckseite sein sollte. Das habe ich mir eben gerade mal überlegt. Aber weil ich es umdrehen wollte, ist das auch kein tieferer Taug. Brauche jetzt erstmal hier ein Taschentuch, damit mir der ganze Mist hier nicht wirklich alles vollsaugt. Und ich hoffe, dass das so ein kleines bisschen für euch plastischer geworden ist und dass die Aussagen, die wir das letzte Mal dazu getätigt haben, dass das Ding also irgendwie im Grunde genommen als Dosierpumpe gut einsetzbar ist. Und jetzt muss ich aber erstmal sehen, dass ich hier also echt erstmal alles wieder zurückbaue und nichts kaputt mache. Hier, du glaubst gar nicht, wie das hier auf meinem Schreibtisch. Du wusstest ja schon, dass mein Schreibtisch wirklich nicht unbedingt besonders gut aufgeräumt ist. Aber jetzt erkennst du hier wirklich nur noch das reine Chaos. Aber die kleinen Einzelteile hier, die wir haben, ich hoffe, das war einigermaßen anschaulich für euch. Ja? Und nur mal so nebenbei. Mitgebracht hätte ich diese Pumpe tatsächlich nicht
um euch sie dann vor Ort zu zeigen. Das ist also hier jetzt auch tatsächlich ja, live, um ein bisschen Labortechnik auch mal so ein bisschen herbeizuführen. Naja, es ist jetzt aber auch nicht schwierig, sich zu überlegen, dass diese Pumpe im Grunde genommen bei einer bestimmten Drehzahl am Ende eine bestimmte Förderleistung hat, die dann im Grunde genommen jetzt gemessen werden kann. Wir hätten ja eben ja mal so einfach ganz locker mal so einen Liter Flüssigkeit ausmessen können, volumetrisch, um sie dann praktisch dann einfach mal von einem Becher in den nächsten herüber zu pumpen, weißt du. Dann hätten wir wahrscheinlich gesehen, wie lange er dafür braucht und so weiter. Das heißt also, jetzt kann man das natürlich auch alles wunderbar rechnen, welche theoretische Förderleistung das Ding so hat. Aber die praktische Förderleistung, die wird natürlich im Grunde genommen ganz woanders liegen. So, ich mache mal hier jetzt Schicht im Schacht, waren 10 Minuten Demonstration hier.